Ik en Am, nou, vloekzoelen. Und wollen wir noch fliegen? Das wissen viele nicht am Mars. Denn wenn man sehr fliegt, man in der Luft. Und dann fliegt man, Freunde, dann fliegt man. Oder gleiten wir, oder wie auch immer. Ich weiß nicht, was man kann sagen. Gleiten oder fliegen. Dann gleiten wir schön in der Luft oder fliegen. Das ist der Grund. Minuten fort. Mein Bus. Alles klar. Nicht mal ganz. 17. Und am 28 Uhr, also ja, am 13 Uhr 28, wollte ich so sagen, fahrt der Bus Richtung Luzern und ja, bis später. Look. Ich habe ein bisschen dort hinten gesehen, seht ihr den Baum hier, also mit dem Ast. Mit diesem Baum, der dort, der größere. Ich bin gleich dort. 3, 2, 1. Wow, wow, wow! Wow! Krass! Beim Bushaltestelle, jetzt kommt der Bus zum Job. Meine Freunde, ich bin halt losgefahren. Da sehen wir noch. Ich bin jetzt gerade in Hildesrieden losgefahren, jetzt geht es nach Luzern und nachher am Mers. Und ja, wir sehen uns irgendwo wieder mit 10. Oder schon früher, ich weiß nicht, es ist ganz dunkel. Ja, egal. Ich habe wirklich nicht viel abgeholt, darum musste ich abschalten. Ich habe 36% Akku und dann habe ich mich anlassen. Ich habe etwas ganz Cooles gesehen. Crafter ist gestanden beim Rhein, bei einem Auto. Das Auto verkauft hat, ist Crafter gestanden. Und ich halt musste es erst anlassen, nach Gold eingeben. Und ja, es hat ein bisschen gedauert. Auf jeden Fall, die Abonnenten kommen auch von Rheinsotel. Schaut in der Autofabrik vorbei. Also in der Autofabrik. Autohändler ist da wirklich Crafter. Einfach GTA, gefällt mir. Das ist Crafter, das ist so hammergeil gewesen. Und ich muss immer ein bisschen auf dieser Seite, weil ein paar Leute sitzen hinter mir, nicht, dass sie erkannt werden oder so. Oder so, also muss ich wieder privat stellen und wieder rausnehmen. Darum bin ich da immer vorsichtiger und ja. Meine Freunde, jetzt bin ich am Autobahn. Ich bin Luzern. Die Autobahn eingefahren und sobald wenn man auf Autobahn geht, müssen wir schon wieder raus. Auf jeden Fall, jetzt bin ich gerade in der Autobahn und melde mich wieder in Luzern. Am 1, also 2 jetzt, dort im Tor sein. Das ist, da wäre jetzt gar nur noch 3 Minuten. Hier im Bahnhof
Luzern. Jetzt muss ich schnell zur Tor. Ganz schnell. Schnell etwas. Ja, nach sehen wir weiter. Ich habe ihn versucht anzurufen, dann nehme ich nicht ab. Also ja, wir sehen gerade, wenn er rum. Oh damn! Woo! Bitte. Wir sind da wieder, ich habe meinen Kollegen gefunden, hier ist er. Sind ein Freund ist auch dabei. Jetzt gehen wir Bahn, die Eisenbahn. VR Reality Bahn. Und ich bin mega gespannt, auf was mich zukommt. Heftig gesehen, da sind sie. Es ist wirklich nicht so heftig gesehen. Ich erzähle euch alles noch eigentlich. Ich bin jetzt hier in der Bahn wieder. Und jetzt geht's gerade los. Ich bin dunkel, aber rötle mal, was ich gekauft habe. Gute Kraft! Abonnieren und Like geben. Danke. Mit ihm zusammen Richtung Kino. Bitfood gehen wir schauen. Ja. Ich bin sehr gespannt. Das ist natürlich mit dem Pack, den kenne ich natürlich aus Alarm für Cobra 11. Einer meiner Lieblingsschauspieler aus Alarm für Cobra 11. Also, das war einer der besten Serien. Das war, glaube ich, 2014, glaube ich, umeinander. Irgendwie so 12, 14. Also 2012 und 14, schon länger her. Jetzt spielt er den Bigfoot sogar selber. Und wie heisst der andere? Der Bub. Lukas Richter. Hat er auch, glaube ich, seinen YouTube-Channel. So, jetzt gehen wir jetzt schauen und nachher gehen wir in die Pizzeria. Und ja, wir sind jetzt Mess gesehen. Jetzt gehen wir in Brock, nachher gehen wir nach ja, Hochdorf. Also, ja, ein bisschen später. Okay, merci. So viele müssen warten, wir können drei Nummer schon viele vorbestellen. Also, er hat. Lukas hat schon viele vorbestellt. Und ja. So was. Und jetzt ist es vorbei. Aber der Film ist gerade fertig. Wir kommen zu spät. Einfach so mit. Das ist niemand und das ist einfach zu spät. Wir sind zu spät. Egal. Wir können einfach so eine Paprikaschips in der Sneakers. Und die Hunde sind gegessen. Wir sind glaube ich immer noch allein, oder? Ja, wir sind immer noch allein. Allein! Alone! Ich habe mega leise gesehen, irgendwie habe ich das Gefühl. Gell? Ich weiss nicht warum. Und die Kille, wenn wir Kille gehen, dann kann man richtig lernen, dann hören wir es mega gut. Und da ist es klein. Ich weiß doch nicht, wenn wir. Dumpf. Ja, genau, so dumpf und. Ja. Also, heute wird es richtig geil, ein Männerabend. Genau. Meine Freunde, jetzt bin ich hier am Pizza essen, das ist Pizza Hawaii. Und der gönnt sich richtig. Was ist das überhaupt? Pizza Calzone. Alles klar. Schöner Rivello da am Start. Ihr seht Tabasco. Wer kennt das nicht? Alles klar.